Moin Moin, ich begrüße dich herzlich zu meinem YouTube-Kanal Mathe ist chillig. Es freut mich, dass du dir ein Video von mir anschaust. Das Thema des Ankündigungsvideos lautet Aufgabe zu Ansichten einer Perspektive zuordnen. Es gehört zu den Grundlagen des technischen Zeichnens. Suchst du hierzu das Aufgabenblatt? Dann siehe auf meiner Homepage unter https://www.mathe-ist-chillig.de in dem Register, auch Reiter genannt, technisches Zeichnen. Dies ist Aufgabenblatt Seite 1 von 2, das du auf meiner Homepage herunterladen kannst. So, und hier findest du die Aufgabe. Ordne zu den gegebenen 8 Perspektiven die passende Draufsicht und Seitenansicht von links zu. Ja, hier siehst du, in der obersten Zeile habe ich 8 Perspektiven von P1 bis P8. Darunter habe ich 8 mögliche Draufsichten und darunter 8 mögliche Seitenansichten von links. Und du sollst jetzt entscheiden zu der Perspektive 1, welche dieser 8 Draufsichten gehört dazu und welche dieser 8 Seitenansichten von links gehört dazu. Und das machst du dann mit Perspektive 2, Perspektive 3 bis einschließlich nachher noch Perspektive 8. Du kannst natürlich jetzt hingehen und sagen, ich werde jetzt hier mir das farblich markieren auf dem Blatt. Das ist eine Möglichkeit. So werde ich das auch in dem Lösungsvideo machen, wo ich die Lösung zu dieser Aufgabe erkläre. Alternativ ist, du druckst dir die Seite 2 von 2 aus. Und das schauen wir uns mal an, was Seite 2 von 2 ist. Auf Aufgabenblatt Seite 2 von 2 findest du diese Tabelle. Hier stehen die Perspektiven und hier sollst du dann die Draufsicht eintragen und die Seitenansicht. Zum Beispiel die Draufsicht 7 und die Seitenansicht 8. Dann trägst du hier die 7 und die 8 ein. Und das machst du für die anderen Perspektiven auch. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Erarbeitung dieser Aufgabe. So, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ja, und wenn es dir wirklich gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du das Video likest. Und solltest du noch nicht Abonnent meines Kanals sein, würde ich mich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.